Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Downpour Part 32. Ich bin der Lord Langster und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Part, in dem wir uns diesmal wohl mit der Suche des kleinen autistischen Kindes beschäftigen werden. Und dafür verlassen wir jetzt natürlich erstmal den Laden. Und wir müssen da jetzt diese seltsamen Schleifen an diesen Laternen finden. Ich muss da gleich nochmal nachlesen. Das ist ja jetzt eine neue Spielesession, wie angekündigt. Ne? Wir haben jetzt Dienstag. Und ich muss jetzt nochmal gerade nachlesen, wie die Richtungsvorgabe war. Es war ja irgendwie rot, war links, gelb, rechts und blau war dann diagonal oben. Irgendwie so. Ne? Wie ging das hier? Da müssen wir hier. Ah, Moment, da war noch was. So, da. Gelbe Schleife, geh nach links. Rote Schleife, geh nach rechts. So, diese Regeln werden wir jetzt mal befolgen und da sehe ich auch schon die erste Schleife. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo kommen wir? Ja, eigentlich kommen wir ja von dort, ne? So, was habe ich? Oh, kann ich jetzt trotzdem schnell ins Buch? Was war? Rote, geh nach rechts. Dann würde ich mal sagen, dann geh. Ach Mensch, Ebi, lass mich, Ebi. Wir wollen das doch gar nicht. Wir gehen jetzt mal nach rechts und gucken einfach mal, ob wir hier eine neue Schleife gleich finden. So, da ist die gelbe Schleife. Also gehen wir nach links. Ach komm, schrei mich doch nicht so an. Ich hab dir doch überhaupt nichts getan, Mädel. Menschenskinder. Soll ich dir den Kopf hacken? Soll ich dir den Kopf hacken? Ich hack dir den Kopf. So. Blöde Kuh. Tja. Mann. So, also, wir gehen jetzt nach links, also müssen wir hier hoch. Dim, di, dim, di, dim. War da nicht noch irgendwas mit blauer Schleife? Ich habe das schon wieder alles vergessen hier. Ich immer mit meinem komischen Gedächtnis. So, da geht's nicht weiter, also vermute ich mal. Da ging's durch. Müssen wir hier durch, ne? Hier gehen wir durch. So. Hier haben wir übrigens ein Schattensymbol. Das haben wir schon erledigt, ne? Müsste so zwei, drei Parts vorher gewesen sein, wenn das interessiert. Vielleicht mache ich ja so einen kleinen. Ach nee, Nebenquest Guide im zweiten Durchlauf geht ja nicht. Ich will da ja schnell durchrennen. Naja, muss ich mal überlegen. So, was machen wir jetzt? Würde sagen, wir gehen jetzt mal geradeaus, oder? Ich hoffe, da finden wir ein Schleifchen. So, hier stehen noch wieder die ganz vielen Spider-Pigs, oder? Siehst du? So. Seht ihr hier schon irgendwo ein Schle Da hinten ist, glaube ich, ein Schleifchen, oder? Tatsächlich. So, das ist wieder ein rotes Schleifchen. Das heißt, wir sollen rechts. Und diesmal sind sie auch aggro hier, die Schweine. Das heißt, wir gehen jetzt hier die Treppe hinunter. Waren wir eigentlich da hinten schon mal? Die Brücke habe ich mir schon angeschaut, oder? Haben wir schon gemacht. So, eine weitere rote Schleife, die dirigiert uns natürlich wieder nach rechts. So, das wäre ganz einfach eigentlich. Dumm, die dumm. Da war ein Gemälde drin, das haben wir schon. Immer schön umgucken. Wo ist das Schleifchen? Na, Murphy, wo ist das Schleifchen? Such das Schleifchen, Murphy. Na, komm schon. Hätten wir ihn vielleicht nochmal so vor die Nase halten müssen, ne? So ein bisschen schnuppern lassen. So, da geht's runter zum Hafen, beziehungsweise. Ah, hier, doch. Soll ich jetzt hier runter oder was? Schon links war gelb, ne? Ja. Dann gehen wir hier rein. Vermute ich ja, dass wir fast da sind. Ja. Jetzt?
Ich muss mal hier rein. Denkst du? Ja, hat jemand ein Schleifchen gesehen? Nee, ne? Ich habe auch keins gesehen. Hier hinten waren wir doch auch schon. Ich glaube, da gab es nur irgendeine Waffe oder irgendwie sowas. Aufhebe. Sollen wir da was aufhebe? Was können wir denn da aufhebe? Stöcksche. Stöcksche wollen wir nicht aufhebe, ne? Naja, darunter wird es ja nicht gehen. Wo ist denn das nächste Schleifsche? Vielleicht wurden wir auch verarscht. Hier in den Hinterhof kommen wir nicht rein. Schade aber. Ja, ich finde das übrigens voll doof mit diesen Türcodes da, ne? Für diese komischen Aktenschränke. Ich glaube, da werde ich im Internet forschen. Wenn wir tatsächlich einen zweiten Durchlauf machen, so einen Schnelldurchlauf, dann will ich diese Schränke auch öffnen, dass wir da noch einen kleinen Mehrwert haben und einfach mal sehen, was dort drin ist. Diese Codes soll es wohl angeblich nur zu einer Vorbestellversion dazugegeben haben, was ich ja, doch ein bisschen affig. Das ist ja weder ein richtiger Vorteil für die Vorbesteller, ne? Und aber irgendwie doch ein blöder Nachteil für die Nicht-Vorbesteller. Weil, ich gehe mal davon aus, dass ich die Codes im Internet finde, ne? Und dann, ja, bin ich genauso auf dem gleichen Stand wie die Vorbesteller, aber man muss da halt erstmal auf die Idee kommen, dass es das nicht im Spiel gibt. Also ist irgendwie eine blöde Masche, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Ach verdammt, was mache ich denn jetzt hier? Wir müssen doch hier rein. Jetzt geht diese blöde Lauferei schon wieder los. Ihr habt mir ja geschrieben, das stört euch nicht so, aber das kennen wir doch hier alles schon. Was mache ich denn jetzt? Ich lese nochmal, oder? Finde das vermisste Mädchen. Noch ein vermisstes Kind. Anscheinend leidet dieses an Autismus. Das ist nicht gut. Das Kind braucht Hilfe. Ich sollte es finden und nach Hause bringen, bevor es verletzt wird. Es ist hier nicht sicher. Folge dem Weg des Mädchens nach Hause. Mutter des Mädchens verwendete farbige Schleifen, um ihre Tochter von der Schule nach Hause zu lotsen. Vielleicht finde ich heraus, was ihr geschehen ist, wenn ich den Schleifen folge. Ja, das haben wir ja getan. Und die letzte Schleife war gelb. Und die hat uns hier ans Pier geführt. Oh, wenn ich jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Gebäude finden, wo wir reinkommen. Aber waren wir da nicht auch schon drin irgendwo? So, ich überprüfe das jetzt nochmal, ne? Gelbes Schleifchen. Hier. Und man kommt ja von dort, also links. Oh. Jetzt hat mich ein bisschen erschrocken. Lol, von so einem blöden... Oh, Alter, wo kommst du nur auf einmal her? Ey, der ist doch gerade vor mir gespawnt, oder nicht? Wollt ihr mich verarschen? Hau ab. Haben wir schon wieder abgehängt. So, komm ich denn jetzt hier rein? Da hinten haben wir es schon probiert. Hier muss doch irgendwo jetzt das Zuhause sein von dem süßen Mädel. Und hier geht's jetzt nicht weiter. So eine Scheiße. Jetzt stecken wir hier schon wieder mitten im tiefsten Unwetter. Wieder auf dem Schlauch stehe. Das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir doch irgendwie da runter ans Pier, aber da ist doch kein Zuhause. Wir müssen doch in ihr Zuhause, oder nicht? Und hier waren keine Türen, oder? Hallo?
Oder heißt das Schleifchen dann, vielleicht heißt es ja gar nicht da rein. Vielleicht sollen wir ja dann hier irgendwo in ein Gebäude. Vielleicht heißt das Schleifchen ja auch die nächste Straße links. Und nicht da in die Hinterhöfe. Das probieren wir jetzt mal aus. Gibt es auf jeden Fall wieder einen Haken. Nix da, nix da, nix da, mach die Tür zu. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das ist ein bisschen ein Problem. Mach sie doch zu. Scheiße. Warte mal, hier können wir raus. Ich gehe hier raus. Hier haben wir bessere Übersicht. Huch, wo geht's denn? Mein Gott, hier geht's ja überall noch lang. Guckt euch das mal an. So. Ah, jetzt ist er wenigstens weg. Ah, ja. Okay, okay, okay. Wo sind wir denn hier jetzt? Das kennen wir ja noch gar nicht. Oh, jetzt kommt der Sack. Hau ab! Scheiße. Nee, oder? Was? Was? Was ist denn? Alter Schwede. Alter Schwede. Was war denn das? Ah. Lol, ey. Oh, das wird immer dunkler schon wieder hier. Verdammt. Hört das Gewitter eigentlich auch wieder auf, wenn man draußen bleibt? Das ist die Scheiße, man sieht jetzt wieder voll schlecht. Ach, guck mal, schau. Hier haben wir doch das nächste Schattensymbol. Jawohl. Gehen wir mal hier rein. Na komm, mach mal die Tür zu. Besser ist es, ne? Sind jetzt hier überall noch hin? Ist ja voll strange hier. Ist hier jemand? Schon wieder voll spannend, deswegen werde ich schon wieder so ruhig, ne? Aber kennt er ja. Hier muss doch irgendwo jetzt so ein Ding sein, was ich da für das Schattensymbol benutzen kann. Seht ihr? Tada! Scheibenschlüssel, wenn wir einen Scheibenschlüssel haben. Ich glaube, kein Scheibenschlüssel, oder? So. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dann machen wir das Schattensymbol jetzt gleich. Dann haben wir doch alle Münzen, oder? Habe ich dann alle oder fehlt noch eine? Ich will hier nochmal jetzt genauer gucken. Aber hier gibt's nichts mehr.
Gut, dann probieren wir das gerade aus. Zack, zrap. Oh, ich hoffe, ich schaffe das mit dem Mädel heute noch. Das ist eigentlich so mein Part-Pensum, den ich mir vorgenommen habe. So. Harmonie Teil 1. Ich glaube, da müssen wir ein Pentagramm draus machen, ne? Scheiße, jetzt fehlt hier noch was. Da oben wimmelt es jetzt vor Monstern. Ich glaube, ich nehme jetzt doch den Schraubenschlüssel mit. Wo habe ich denn den gerade gesehen? Hier lag der doch, ne? Genau. Okay, dann nehmen wir den jetzt mit. Ich glaube, der ist ein etwas durchschlagkräftigeres Argument. Weil wir hören ja da oben schon wieder die Viecher. Ach, da lag auch ein Rohr. Naja. Ah doch, komm, machen wir mal Stil echt hier wie im fünften Teil. Nehmen wir mal ein Rohr, oder? Da, 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 da. So. Oh, da ist er, da ist er. Hau ab. Nein, nein, nein. Ah, okay, ey. Komm, das locken wir jetzt weg. Kommst du bitte mit hierher? Komm bitte hierher. Oh, da steht noch einer. Kommt ihr bitte? Oh, hat sie mich verarscht. Jetzt kommen die da nicht rum, ey. Ach, Menschenskinder, warum macht ihr das denn so kompliziert? Ach, hier ging es ja gar nicht lang. Ah, jetzt stecke ich hier in der Sackgasse, ey. Meint ihr, ich schaff das da alle? Oh. Ich probiere es jetzt einfach. Boah, alles klar, alles klar, alles klar. Boah. Das war knapp. Oh nein. Wartet mal. Da kommt der Husten wieder durch. Ja, irgendwie habe ich den noch nicht auskuriert. Harmonie. Ach so, guck mal, da ist es doch schon. Geil. Und hier habe ich auch einen Schalter gesehen. Ah, jetzt können wir auch die Brücke runterlassen. Das ist natürlich sehr gut. Tja, was machen wir jetzt? Komme ich hier schnell durch die Tür. Ah, ah, ah. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir da nur wieder rauskommen. Oh, jetzt schreien die wieder. Tja, da müssen wir auch gleich mal über die Brücke gehen. Aber erstmal sollen die da rauskommen jetzt, genau. Genau, so ist es richtig. So, jetzt müssen wir nochmal da runter. Was Glück haben. Oh, ja, so krieg ich die Tür nicht zu. Nee, die Tür geht nicht zu. Ah. Wow, 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 wow. So, ich lock die hier mit rein. Dafür werden wir aber die Tür so rum öffnen. Jetzt komm! Komm hier rein! So ist gut. Komm, komm. Oh, jetzt sind sie alle beide wieder da. Kommt hier rein, Mensch. Genau. Genau. Sehr gut. So, wenn ich jetzt schnell genug die andere Tür zumache. Oh, die ist sogar noch. Oh, jetzt. Hä, wieso? Oh, da steht noch einer dann da draußen.
Scheiße. Scheiße. Jetzt hab ich echt langsam ein Problem. Ja, ich glaube, ich muss kämpfen, ne? Wie viel Munition haben wir denn? 21 Schuss. Na, kommt. Oh, jetzt renne ich da voll rein. Ah. Verliere ich dadurch Energie? Nee, ne? So, da war ich. Renne jetzt einfach mal hier ganz schnell rum. Mal gucken. Ach, das ist irgendwie jetzt blöd gelaufen. So, und dich bekämpfen wir jetzt. Oh. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und jetzt wir. Ach, Scheiße. Jetzt macht er eine Doppelkombo, wetten. Eins, zwei. Seht ihr? Jetzt kommt eine Triple. Zwei. Doppel. Jetzt kommt die Triple, oder? Komm, gib mir die Triple! Gib mir die Triple! Uah, uah. Okay, dann. Was macht denn der da immer? Drücke, drücke, drücke! Oh. Oh. Aber ich bin doch eigentlich noch nicht so tot, oder? Was macht denn der da immer, der blöde Sack? Verdammisch! So. Ah, Teil 2. Reicht das schon? Nee, ne? Das muss ich bestimmt irgendwie. Ach so, das müssen wir dreimal machen, ne? Jetzt müssen wir noch den anderen Strich machen. Das heißt, ich muss das jetzt noch zweimal drehen. Und jetzt haben wir es, glaube ich. Pass auf. Zack. Und da haben wir das Pentagramm. Kein Problem. Der Harmoniestein. So, 23 Minuten. Aber jetzt haben wir immer noch nicht das Mädel gefunden. Was mich ein bisschen stört. Ich werde die Tür auch mal richtig zumachen. So. Ich glaube, die Brücke gehen wir dann mal in einen der nächsten Parts. Wir waren ja eigentlich schon auf der anderen Seite, aber vielleicht finden wir ja noch was Tolles auf der Brücke. Jetzt will ich erstmal das Haus von dem Mädel finden. Ich gehe gerade mal hier nach links, ob wir hier irgendwie. Da ist keine Schleife mehr, ne? Hallo, Schleife. Achso, ich wollte mal gerade gucken, habe ich jetzt alle Schattensymbole eigentlich gefunden? Finde die Schattensymbole auf der Karte. Oh Mist. Wo war denn das dann abzugeben? Ich glaube. Ich glaube, das war da oben das große Fragezeichen, ne? Müssen wir da mal hingehen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier das Mädel finden, beziehungsweise was es damit auf sich hat. So, hier haben wir geguckt. Hier komme ich nicht. Nein. Ich laufe jetzt noch einmal runter zum Pier und gehe da echt runter zum Hafen. So, gelbe Schleife. Gelbe Schleife links, oder? Guck
gucke ich jetzt auch nochmal, aber gelbe Schleife, geh nach links. Ich ging halt davon aus, dass wir ein Haus suchen und nicht... Naja, dann sind das doch die Schleifen hier, oder? Dann gehen wir jetzt rechts. Siehste, gelbe Schleife wieder links. Naja, dann sind das doch Schleifen. Ich dachte, das sind irgendwie Schläuche oder sowas. Dann müssen wir tatsächlich hier runter. Und dann... What the hell? This is an address in town. Würdest du mir die Adresse bitte mitteilen? Vielleicht gucken wir uns den Schlüssel einfach an, oder? Schlüssel an einem Armband gefunden, drauf steht Lemon Street. Oh, wo haben wir jetzt die Lemon Street? Die Lemon Street. Ah, da bei dem Kino. Stimmt, da war ein verschlossenes Haus. Irgendwas war da, ne? Gut, dann können wir noch die Schattensymbole mitnehmen und dann gehen wir irgendwie darüber zum Kino. Ja, geil. Geil, geil, geil. Es geht voran, Leute. Es passiert was in diesem Part. Wuhu. Ja, das freut mich jetzt. Ja, aber auch wieder blöd von mir, oder? Ich hätte doch diese Bänder hier gleich als die entsprechenden Schleifen interpretieren können. Aber... ja, manchmal ist man halt doch ein bisschen blöd. Aber so ist das halt. Habe ich wieder eure Zeit gewastet. Ne? Gewastet habe ich sie. Jetzt könnte man natürlich auch über die Brücke laufen und in die U-Bahn gehen, in der Hoffnung, dass dann der Regen nachlässt, aber das ist ein weiter Weg. Können wir jetzt auch zu Fuß hier rumgehen. Andererseits könnte ich jetzt auch da runter gehen und in die U-Bahn und... ja doch, das machen wir wohl, dann ist der Regen weg. Andererseits, nee, das machen wir nicht. Ich wollte doch hier die Schattensymbole. Ich wollte doch jetzt gucken, ob ich alle Schattensymbole habe. Oder ob mir noch eins fehlt. Dum di dum. Da du, da dai. Da du, da do. Das jetzt? Dann müssen wir hier direkt links und dann geradeaus. Geradeaus. Eine fiese Mutation des Spider-Pigs, ne? Waren zwei ineinander gestanden. Wahnsinn. Wo war denn das jetzt bitte? Hier war der Vogel oder ein Vogel, den haben wir. Vögel haben wir ja alle jetzt, ne? Habe ich hier hinter schon mal geguckt? Nischt. Könnte mal wieder Licht anmachen, oder? So düster. So, da ist doch Licht. Ich glaube, hier können wir rein. Genau. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Gebäude. Ich glaube, das sieht gut aus. Jawohl. So. Kicken wir mal. Den Harmoniestein, das ist ein Pentagramm. Wie wechsle ich denn jetzt B zurück? Achso, der hat den automatisch schon dahin gelegt, ne? Okay, dann nehmen wir jetzt... den Vierstein, das waren diese komischen Würfel. Den kann ich jetzt wieder bewegen. Und den müssen wir. Na, nicht. Den müssen wir, glaube ich, da hinlegen. Dann haben wir den Heilungsstein. Das sind die zwei Schlangen. Passgenau geht's halt nicht. Ich hoffe mal, es ist richtig so. Und dann haben wir den Erleuchtungsstein. Das
dann wohl hier hin. Ich kann alle Steine bewegen, außer das Pentagramm. Habe ich gedacht, jetzt passiert was. Es passiert nichts. Warum denn nicht? Finde alle versteckten Schattensymbole. So. Finde die Schattensymbole auf der Karte. Ich habe eine Karte der Stadt gefunden. Sie scheint etwas mit den Schattensymbolen zu tun haben. Ja, ist klar. Ist das doch falsch? Gehört das dahin? Na, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Das gehört nämlich dahin. Zeichen aufheben. Ja, und nu? Ich bin überfragt. Menschenskinder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was mache ich denn jetzt? Das wird zum Beispiel so eine komische Statue.
Ich hab keine Ahnung. Leg das doch nochmal ab. Muss sie doch bestimmt irgendwie einen Hinweis finden, oder nicht? Oh Mann, ich weiß es nicht. Kann mir die halt auch nicht genauer angucken, ne? Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht hätte ich das tun sollen, bevor ich sie aufgehoben habe. Gab es hier irgendwas zu lesen? Cool, ne? Haben wir ja schon gelöst, Murphy. Blitzmerker. Tja. Was mache ich jetzt? Irgendwas? Irgendwas ist hier noch faul an der Geschichte. Kann ja nochmal bei Tipps gucken. Nee, bei Mysterien. Das Mädchen, internes Memo. Da, 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 da. Vatertag. Hänsel und Gretel. Reimfragment. Ist das jetzt irgendwie eine tolle Waffe oder was ist hier los, ey? Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Wir machen hier mal Schluss. Und ich würde sagen, wir kicken dann einfach nochmal im nächsten Part, ne? Vielleicht mache ich mich mal ein bisschen schlau. Irgendwie ist das noch komisch. Irgendwas müssen wir doch noch machen hier. Ja, also von daher wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Wir haben leider das vermisste Mädel-Quest noch nicht abschließen können, aber dafür haben wir hier die Schattensymbole jetzt gefunden. Das ist ja auch ein Fortschritt und ja, würde ich mal sagen, gucken wir mal im nächsten Part weiter. Ne? Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und ja, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bye bye, euer Längster.